So, willkommen zu Mass Effect 2. Wir sind anscheinend auf dem Schiff des Shadow Brokers mit Lyra und dem Agenten. Okay, wir dürfen in gewisse Stürme nicht hereinraten, weil wir sonst ziemlich üblen Schaden bekommen. Ich glaube, aus warmer und kalter Luft, dort wo die kollidieren, dort kriegen wir offensichtlich Schaden. Werden wir bestimmt bald sehen, wo das ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, das Ganze. Wartungsdrohnen. Ach du Scheiße. Warum greifen Sie an? Sie müssen denken, wir wären Trümmer von dem Sturm. Tja, ich bin was Schlimmeres als Trümmer. Ich bin hier, um dieses Schiff auszuschalten. Das riecht, das Heulen des Windes zu hören durch das Schiff. Das ist übelst genial. Sauberer Kill. Ich halte sie fest. Ich glaube, das da vorne müssen diese Stürme sein, oder? Wo die Blitze waren. Okay, wo ist das Landungskomponent? Ich habe es doch gerade gelesen. Da unten irgendwo. Ah, sind Credits. Oh, vor allem die Wolken. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Dieser Effekt. Wunderschön. Vorsicht, diese Kondensatoren entladen angestaute Blitze. Danke für den Hinweis. Shepard, schießen Sie auf die Kondensatoren. Okay, Leute, macht mal ein bisschen Platz hier. Es gibt keine Kampfmusik, es gibt nur uns hier. Gut, die einzige Kampfmusik wäre, wenn wir den Game Over gehen, aber wir wollen es mal nicht hoffen. Okay, die gehen wieder an. Also schnell durch. Ich glaube, das macht ziemlich miesen Schaden. Vielleicht sogar Instant Kill. Dann wieder Lokis. Ah, nur Lokis hier. Ich habe eigentlich Shadow Broker Agenten erwartet. Na, egal. Kommt bestimmt noch. Na, ich sollte die Lokis nicht. Ich sollte die Lokis nicht unterschätzen. Da kommen bestimmt noch Shadow Broker Agenten. Dieses Plaudern ist ein schöner Effekt. Boah, diese. Boah, die Techniker nerven. Blöden. Ach, da sind ja die Agenten. Da sind ja die Agenten. Oh, zerstört schnell durch. Ich sagte schnell durch. Oh, schnell aus damit. Okay, mal schnell raus aus dem Feld hier. Okay, ich muss auf zwei Sachen gleichzeitig achten. Auf die komischen Frontkämpfe und auf den Kondensatoren. Okay, dann gebe ich euch mal Deckung. Damit ihr das hier lösen könnt.
stören. Sorry. Das war nicht beabsichtigt. Geht's denn lang überhaupt? Ah, ich bin richtig. Wer ist denn noch hier? Ach, das Teil. Oh Mann. Könnt ihr mal mich verpissen? Ihr nervt die blöden Lokis. So. Tschüss. Ein bisschen manchmal nervt dieser komische Sterbesound von den Lokis, aber okay. Ich finde sie trotzdem ganz witzig. Wo ist denn das? Achso, da. Erinnert mich gerade ein bisschen an das Ende von Mass Effect 1. Hier so lang zu laufen. Schönes Level. Okay, nach unten zu sehen war ganz eindeutig ein Fehler. Wow. So, da geht's tief runter. Und da kommen schon wieder neue Bedrohungen. Ich schmeiß den mal so ein Teil entgegen. Na, das hat die gar nicht gejuckt, oder? Nee, hat's doch nicht. Ja, das sind ja auch Shadowbrokers. Die sind sowieso nicht norm. Nicht normal. Ich muss sagen, der Attentäter ist hier echt. Ist hier echt praktisch. Okay, Tür. Jetzt geht's ins Innere des Schiffs. Fuck, wie sieht's hier aus? Dieses Schiff ist unglaublich. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, das im Geheimen zu bauen. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Das können wir uns doch denken. Die sind tot. Navigation ist in diesem Sturm kaum machbar. Wenn die Triebwerke des Schiffs nur einen Moment aufsetzen, wenigstens würde der Shadow Broker mit uns untergehen. Sehr tröstlich. Ja. Das ist es wirklich. Das ist nämlich die Basis hier vom Shadow Broker. Diese ganze Station. Ich werde voll geblendet hier von der Sonne. Das sieht schon geil aus. Schönes Level. Sie haben uns gesehen. Ja. Das ist auch das Letzte, was... Dein Körper ist Staub. Ist auch das Letzte, was Sie sehen werden. Du kannst nicht. Mach mal Wurfeld. Geh jetzt zum Ozean. Das Schlimmste sind die Techniker. Die Techniker nerven am meisten. Aber da vorne scheinen nur Standardgegner zu sein. Wenn ich mal einen sehen würde. Das war haarscharf. Na warte. Schade. Ich wollte ihn abknallen, aber irgendjemand war mir schon zuvor gekommen. Oh, lustig. Ich liebe es. Ich liebe dieses Snipergewehr.
Das macht so Bock, damit rumzuwandern. Der da hinten muss weg. Alter Schwede, jetzt reicht's. Jetzt wird hier aufgeräumt. Alle tot. Das muss weg. Scheiße, das war zu nah dran. Hoch, hoch, hoch. Durch diesen Todesparcours hier. Wir wurden entdeckt. Das ist schon gar nicht so leicht hier. Mit diesem Schiff. Jedoch ist es leichter als der Boss vom letzten Mal. Der war ja die absolute Härte. Das war ja bisher mein schwerster Boss, den ich bisher hier hatte. Und das vorm finalen Boss. Ich glaube, bei Mass Effect 1 hatte ich mit Saren selbst das größte Problem, weil ich ihn nicht rausgefunden habe. Und mit der Matriarchin, also Benesia. Aber da war ich noch sehr stümperhaft und ungeübt, habe keine Fähigkeiten benutzt, habe ja nicht gerade besonders gut gezockt, aber ich sag's mal, mit ein bisschen Übung kriegt man mittlerweile auch hin. Wie gesagt, wie Zirat schon sagte, Mass Effect arbeitet sehr viel mit Deckung. Frontkämpfer nerven auch ziemlich. Einer gefallen. Bloß nicht die da. Ich liebe diese Kyro-Munition. Kommt gleich hinter das Disruptor. Ja, Disruptor-Munition. Brauchst nicht, weil die ist schon tot. Wir kommen immer näher dem Schiff. Und sind so gut in der Zeit, wie ich gerade schon sehe. Wir können noch so einiges machen. Doch, das war nicht alles. Okay, das Feld wird dezent offen. Natürlich kommen auch Gegner, war zu erwarten. Ich bin hier ein bisschen ungeschützt hier unten. Das will mir jetzt nicht so gefallen. Im Schiff der Kollektoren gab es eine ähnliche Situation, die auch ziemlich anstrengend war, wo verdammt viel Verstärkung kam und was auch ziemlich genervt hat. Wo muss ich denn lang? Oder bin ich jetzt falsch gelaufen? Ne, ich bin richtig gelaufen. Gehst du vielleicht mal da hoch? Geht doch. Das war vielleicht. Ach so, deswegen. Scheißteil. Da geht's gar nicht lang. Da geht's auch gar nicht lang. Ich
Ich muss wahrscheinlich auf die andere Seite. Nein. Ach, scheiße, auch noch so ein scheiß Techniker dazu. Sofort. Mann, ausschalten. Mistteile. Ah ja, natürlich. Oh, danke, Leute. Ich muss erstmal die ganzen Feinde hier loswerden. Muss nichts heißen. Ob ich einen Schalter sehe. Da wahrscheinlich, da oben. Puh, brisante Mission, muss ich sagen. Brisante Mission. Aber geil. Da macht man nichts. Muss bestimmt hier lang, genau. Oh, dieser Wind ist bedrohlich. Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sich ja gern auf der Hülle. Wenigstens ist der Ausblick schön. Ja, hast du recht. Da, diese Luke führt direkt zu den Kommunikationssignalen. Das ist viel zu leicht, dass er hier so rumsteht. Das war's. Verschwendung. Verschlossen. Moment. Ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen. Damit knacke ich das. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Oh, ich hab's geahnt. Verteidigen. Sind Sie sicher, dass der Schand funktioniert? Sowas ist sogar auf Ilium illegal. Garantie war keine drauf. Aber Sie haben ihn doch getestet. Da kommen noch mehr. Sagen Sie mir, dass Sie ihn getestet haben. Keine Zeit zum Reden. Heißt das ja oder nein? Ich denke mal eher nein, oder? Oh, fuck. Ich habe hier gerade extrem wenig Deckung. Ein kleines Problemchen, wie ihr seht. Nämlich Shadow Broker Agenten. Yara, es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Achtung, es kommen noch mehr. Okay, ja, das stimmt. Das hat man. Ich habe es zwar kaum gemacht, aber das war tatsächlich damals so. Scheißagent. Okay, ich halte mal hier die Stellung. Leute, macht was. Frontkämpfer, verpisst euch. Raketendrohnen. Wow.
Präzisionsgewehr. Schnell. Oder vielleicht doch? Na komm. Einer gefallen. Geh zum Ozean. Ich hasse die Dinger. Mann, triff ihn. Ich hasse die Drohne im Mass Effect. So, weg damit. Umarme den Ozean. Ihre Angriffe sind nicht organisiert. Es wäre effektiver, wenn sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Ja, definitiv. Toll. Super, Leara. Hast du ja klasse gemacht. Wird dem Feind keine Tipps geben. Techniker, verpisst euch. Wird mir dezent so bunt hier. Leute, macht was. Warp oder sonst was. Es ist ein bisschen dezent beklemmend gerade. Schießen ab! Ich habe ganz guten Schutz hier unten. Na, komm schon. Die nächste Welle scheint größer zu sein. Man muss ihnen nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Tissoni. Okay. Sind die Wellen langsam zu Ende? Mal, dass sie langsam sind, denn ich krieg langsam Probleme hier. Aber es ist geil gemacht. Es ist ohne Zweifel geil gemacht. Fuck, 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 fuck. Drohnen. Leute, schießt die Drohnen ab. So, der ist tot. Da, die Luke ist offen. Da nichts wie rein. Gut, Leute, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.